Ab Freitag ist der Bayerische Hof in München quasi wieder der politische Nabel der Welt. Zur Sicherheitskonferenz haben sich erneut zahlreiche Staats- und Regierungschefs angekündigt. Unter anderem der Vizepräsident der USA Mike Pence und der russische Außenminister Sergei Lavrov. Entsprechend viele Polizeikräfte sind im Einsatz. Also wir haben dieses Jahr etwa 4.400 Kräfte im Einsatz, wobei wir natürlich rund um die Uhr dann unterwegs und tätig sind. Und am Samstag alleine werden wir wohl bis zu 3.000 Kräfte im Einsatz gleichzeitig haben. Die Kräfte kommen natürlich vom Präsidium München, von den anderen bayerischen Polizeipräsidien, von der Bereitschaftspolizei, von der Bundespolizei, Landeskriminalamt, Bundeskriminalamt, aber auch aus den Ländern Thüringen, Sachsen-Anhalt, Hessen, Saarland, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Auch für die DPOLG München bedeutet die SIKO Großeinsatz. Seit vielen Jahren betreut die Deutsche Polizeigewerkschaft München mit benachbarten Kräften aus Bayern unsere Einsatzkräfte vor Ort. Das heißt, wir sind für unsere Kolleginnen und Kollegen, die Dienst leisten, unterwegs. Wir schauen einerseits als Gewerkschaft, ob alles passt, ob die Unterbringung vernünftig ist, ob die Verpflegung vernünftig ist. Und da haben wir natürlich die Doppelfunktion, einerseits als Personalräte, weil der Personalrat hat natürlich auch die Aufgabe, ein bisschen darauf zu achten, dass da alles passt hinsichtlich der Einsatzzeiten, der Einsatzverpflegung. Und als Deutsche Polizeigewerkschaft begleiten wir die Kollegen dann auch. Wir liefern Warmgetränke, wir geben ihnen, sage ich mal, ein bisschen was an die Hand, Infomaterial und natürlich ein bisschen was zum Naschen. 4.400 Einsatzkräfte aus beinahe ganz Deutschland. Nicht nur wegen der vielen Veranstaltungen und Versammlungen, sondern auch wegen der vielen hochrangigen Gäste. Aber nicht nur die müssen verpflegt und untergebracht werden. Auch die Einsatzkräfte haben ein Anrecht auf eine gute Unterkunft und gutes Essen. Also wir haben auch in den letzten Jahren, glaube ich, einen sehr hohen Stand bei der Unterbringung. Es sind viele Hotels angemietet, es gibt aber auch Kasernen oder staatliche Unterkünfte, wo unsere Kollegen dann in ein oder zwei Bettzimmern unterwegs sind bzw. drin übernachten können. Auch mit der Verpflegung ist alles hervorragend geregelt. Sie bekommen jederzeit etwas zu essen und zu trinken, insbesondere natürlich, wenn man dieses schlechte Wetter dann anschaut. Gerade weil so viele Einsatzkräfte aus anderen Bundesländern dabei sind, hat die DPOLG ein kleines Serviceheftchen drucken lassen. Auf dem Serviceheft ist einerseits natürlich das Grußwort unseres Vizepräsidenten und auch unseres Landesvorsitzenden mit drauf. Und zusätzlich sind einige Informationen zur Sicherheitskonferenz, der aktuelle MVV-Plan für die Fremdkräfte. Und diese Telefonnummer, diese Hotline, ist eine Hotline, die das ganze Wochenende geschalten ist. Und die wird von unserem ersten stellvertretenden Bezirksvorsitzenden, Herrn Berninger, angenommen. Das heißt, der ist im Prinzip von Freitag bis Sonntag tuschel erreichbar. Also wenn die Kollegen irgendwelche Nöte haben, wenn es irgendwo brennt, wenn es irgendwo hakt, erreichen sie da immer jemanden. Es ist die 55. Sicherheitskonferenz. Für Einsatzleiter Werner Feiler die letzte, denn er geht Ende Februar in den Ruhestand. Ja, da schwingt einige Wehmut mit, weil ich bin jetzt seit 78 in München. Das sind jetzt über 40 Jahre. Und ich glaube, dass ich so bis zu 30 Mal bestimmt bei der SIKO dabei war, beginnend als junger Streifenbeamter draußen vor Ort und dann später als Einsatzleiter. Da schwingt schon Wehmut mit, weil es ein Teil meines Lebens, den ich jetzt hier beende.